mache eine Ansage. 3, 2, 1. 3, 2. 1. Hast Hallo? Du das 1 nicht gehört? Nein, das kam bei dir weg. Ja, mach eine Ansage. Ja. Willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin total überfordert gerade. Ich soll irgendeine Ansage machen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man diese Ansage hier in diesem Video auf einmal machen soll. Halli und Hallöchen, hier sehen wir eine weitere Folge von Game Dev Tycoon mit den beiden Chaoten, mir und dem Kyren, und der Patrick darf jetzt weitermachen. Hallo. Hallo. Gucken wir mal die Bewertung für Pink Coffee Killer Corns an. 9! Eines der besten von Stargames. Komm, eine 10, ihr Hurensöhne. Ich liebe es von Informed Gamer. Und eine 8, ein sehr gut von Game Hero. Jetzt gib mir die 10! Großartiges Spiel von All Games, auch nur eine 9. So, wir haben den Publisher-Vertrag erfolgreich bekommen. Das Spiel ist gut geworden. Oh, PlayStation 2 kommt. FIFA is coming, bitches. So. Schwerpunkt liegt aber nicht bei der Dreamlast Online-Spielen. Auf die Stärken des Vorläufermodells. Bla, bla, bla. Irgendwie hat Südia so einen Fetisch, jeden ins Wort zu schreien. Alter, ich krieg einfach eine Million! Ich mach das jetzt auch einfach immer. Das Spiel hat die Gefahrenbewertung erfahren. Nur jedes einzelne. Zukünftige Beschäftigungen. So. Ich hab da echt keine Lust mehr drauf. Wir erforschen jetzt Dinge und dann machen wir eine neue Engine. So, was brauchen wir denn? Was ist denn wichtig? Verbesserte KI will ich haben. So, du darfst noch nicht in den Urlaub, du musst noch was erforschen. Dafür musst du nicht fit sein. So, verzweigend jetzt halt Mehrspielermodus. Das ist halt sowas. Grundmäßig. Das ist halt sowas. Das Charakterentwicklung, oh ja. Wir brauchen etwas, das wäre. So. Ich glaube, Dialogbaum, Scheiß drauf, Tag-Nacht-Zyklus, detaillierte Hintergrundgeschichte, Verzweigung der Erzählung. Ja, das haben wir jetzt halt nicht, aber wir brauchen bald diese neue Engine. So. Du darfst noch eben was trainieren. Ich muss in Urlaub! Du wartest noch. Du bist scheiße teuer, du wartest mit dem Urlaub, du Hurensohn. So. Hat viel Designpunkte, aber wir haben keine. Wir haben keine Forschung. Nicht Urlaub, Spasti. Ich liebe Pink Fluffy Killer Corns. Ich habe Pink Fluffy Killer Corns gespielt und das Erlebnis ungemein genossen. Die Detailarbeit der Designs der Spielwelt hebt das Spiel definitiv von anderen in diesem Genre ab. Zusammengefasst, bestes Spiel aller Zeiten. Ja, stimmt. Dream, was interessiert mich nicht. Aber was wir uns jetzt nochmal holen, ist ein vierter Mitarbeiter. Jetzt muss ich nur eben überlegen, wir haben zwei, die alles können, dann haben wir einmal Design-Spezialist und einmal einen Technik-Spezialist. Ich würde aber, was sollen wir uns denn da noch holen? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Design- oder Technik-Spezialist? Am besten einen Spezialisten für alles. Aber da haben wir schon zwei, also, na, ich möchte nochmal, wir gehen so, die ist gerade FIFA und so wir gehen so ein bisschen in Richtung Simulationsspiele, wofür Technik sehr wichtig ist. Daher möchte ich bitte nochmal einen mit Technik suchen. Wir suchen. Super. Dum, 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 dum. Alter, der hat einfach 388. Das ist irgendwie gar nicht mal so viel. Die sind alle recht billig. Das nehmen wir halt Evelyn Maxwell. Gut, Leute, dann. Ah, ja, Microsoft, ist mir jetzt egal. Leute, wir machen jetzt Einarbeit. Hab ich gemacht? Oh, scheiße. Ich mach's gleich. Ja. Es wundert mich, dass das nicht in meiner Aufnahme war, weil eigentlich war meine Aufnahme ja auch eine Stunde lang. Jetzt muss ich eben Einarbeitungstraining machen. Dann mache ich das eben mit der Wäsche und Penny muss die Leute unterhalten. Warum schon wieder ich? Mach doch einfach einen scheiß Cut. Oder mach, füg ein Bild ein von einem katzenden Hund. Dann so eine Hintergrundmusik, so eine Fahrstuhl. Ja, oder Patrick setzt halt mal einen Schnitt. Oder das? Aber ich glaube, der Tanz für den Hund wäre cooler. Ach nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der wäre langweilig. So. Auf jeden Fall werde ich meine Mitarbeiter jetzt überarbeiten.
damit wir alle auf einmal nachher in den Urlaub schicken können. So, wir machen jetzt Auftragsarbeiten. Billige Auftragsarbeiten, die wir easy schaffen werden. Genau, wir machen jetzt einfach Auftragsarbeiten, weil wir müssen jetzt diese Futze einarbeiten. Der Verkaufsstand ist ein phänomenaler Erfolg, sie ist überall ausverkauft. Oh, wir müssen unbedingt nachher eine Fortsetzung für die PlayStation 2 machen. Marktanalyse wird normalisiert. Ja. Alter, wir schaffen das aber schon. Design, Leute, macht doch was. Scheiße. Hat Cherry's Soul überarbeitet es. Oh mein Gott, 8000, die ist zu viel. Nochmal eine Auftragsarbeit. Und dann schicken wir die Fotzen in den Urlaub. Sobald die voll ist, kriegen die Urlaub. Pink Fluffy Killer Cons 5 Millionen Umsatz. Läuft. So, okay, jetzt müssen die aber echt in den Urlaub. Weil die sind halt einfach komplett leer. Also die sind komplett überarbeitet und ich so, nein, ihr kriegt keinen Urlaub. Am besten nichts mit dieses viel Design. Okay, machen wir einfach das. Ich habe langsam Halsschmerzen übrigens. Ja, ich muss gerade Evelyn Maxwell einarbeiten. Was für Messestand, wir haben kein Spiel zum Vorstellen. Hier auf unserem Messestand ist nichts. Designpunkte. Wir brauchen eigentlich nur noch ein Design, dankeschön. 16.000 auf ihr Konto überwiesen. So, dann warten wir, bis die Leute wieder aus dem Urlaub sind. Und dann machen wir eine Fortsetzung. Jetzt machen wir erstmal die Engine. Warten wir, bis alle wieder da sind, weil die Engine wird, die wird teuer. Die wird teuer. Ich bin Mickey. So, alle wieder da, alle eingearbeitet, Engine entwickeln. So, das ist jetzt die Kyren Engine 3. Ja genau, wir machen zwei Grafiken rein. Lineare Erzählung, einfache Zwischensequenzen, Mehrspielermodus, Spieltutorials, Charakterentwicklung, alles rein! Level Editor, verbesserte KI, alles rein, Open World und Stereo Sound und kein Monosound. Wer benutzt Monosound? So, 500.000 für die neue Spielansinn! Her damit! Ich benutze bei meinem Mikrofon Monosound. Ich auch. So, und danach machen wir eine Fortsetzung von FIFA mit der neuen Engine und auf dem PlayStation 2. Und ich habe mich gerade so krass bewegt, dass mein Mikrofon von dem GP35 langsam nach unten gerutscht ist. Ja, würde ich auch immer so machen. Alter, wie viele Punkte. Schwer Engine Karen 3 ist fertig. Nein, nicht eigene Engine, das haben wir gerade eben erst gemacht. So. Wir hatten jetzt halt nur ein Spiel zwischen FIFA drin, aber das passt schon. So, Plattform auf der PlayStation 2. Ja, natürlich möchte ich die Lizenz erwählen. Brauchen wir das auch auf, obwohl wir können noch gar nicht Multiplattform machen. Das müssen wir noch erforschen. Brauchen wir das auch auf dem PC? Eigentlich nicht. Noch nicht. So, das ist jetzt FIFA 99. Wieder so wie letztes Mal. 2D-Grafik V4. So, Gameplay hoch, Mehrspielermodus. Story Quests runter. Engine auf. Die Engine darfst du machen. Gameplay ist Technik, ne? Das darfst du machen. Story Quests ist mega unwichtiger Design-Scheiß. Das darf trotzdem Cherry Soul machen, weil der meisten Designpunkte hat. So, wir brauchen bestimmt Charakterentwicklung und Spieltutorials. Ja, nee, weil Gameplay ist mega wichtig. Engine und einfache Zwischensequenzen lassen wir einfach mal draußen. Warum singt der eigentlich andauernd? Weil es witzig ist. Na 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 la 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 la. Alter, Leute, darf ich mal das lesen, was davor steht? Eine kleine Anzahl von engagierten Fans hat gefragt, ob wir den Quellcode für die alte Spiele-Engine Kyren 1.2 veröffentlichen. Weißt du, das wird jetzt hier nicht so gemacht. Das mache ich jetzt so, wie ich will. Leute, Kyren wurde gerade verschenkt. Oh, an wen? Also, ja, die erste Kyren.
Das ist ein super Titel. Die erste Karen Engine meine ich damit halt, ne? Die gut. So, künstliche Intelligenz ist Technik, ne? Zuerst hörst du mir nicht zu. Und dann verschenkst du mich auch dann einfach so, okay. Ja, das kann auch ich machen. Ja, logisch, mega unwichtig und braucht Technik. Ja, lacht, macht einfach Annie. Mark Torres hat noch gar nichts gemacht. Ja. Der kriegt dann den letzten Chef. Unsere kürzliche Entscheidung, die Spiele-Engine Karen 1 abzugeben, wurde mit hervorragenden Antworten unserer Fans angenommen. Insgesamt haben wir 4,6000 Fans gewonnen und es kostete uns 4000. Wow, das ist aber sehr, sehr viel. Nicht. Es ist toll, Alter. Ja, wie viel ist das eigentlich so, die Maßstäbe? Sag mal ein bisschen, damit ich ein bisschen Plan habe. Wie viel sind so 4000 oder so 200 oder 2 Millionen? Oder? Also mittlerweile ist das einfach absolut überhaupt nichts mehr, nein. Ja genau, wir machen Open World bei FIFA. Yes. Ja komm, das will ich aber auch mal sehen hier, Open World FIFA. Wird sich bestimmt ehrlich besser verkaufen als Breath of the Wild. So durch Berlin, irgendwas, die kannst du nach durch Berlin strandeln, irgendwie einkaufen. Okay, dann. Obwohl, doch, das darf Mark Torres machen, weil der hat sonst noch gar nichts gemacht. How to be basic. Oh. So, jetzt noch eben bitte Werbung machen. Marketing. Kleine Kampagne kostet 500.000, die gönnen wir uns jetzt mal. Jetzt wird das Spiel kacke. Ah ja, und die M-Box wurde veröffentlicht. Nice, dann werden wir in Zukunft auf jeden Fall Multiplattform machen. Hi, Jerklogger. Oh, ja. Wir pushen das Spiel. Ja. Hype ist auf 88, 89, 90. Alter, der Hype. Alter, Leute, der Hype ist real. Klängerns Hype ist auf 89. Ich habe das Album auch runtergeladen. Und Alter, was zum Fick. Okay, sobald der Hype droppt, droppen wir das Mic, also das Spiel. Bitte keine Bugs da reinmachen, bitte keine Bugs da reinmachen. So. Oh Leute, gutes Management und alle neuen Rekorde, Levelaufstiege. Leute, das wird krass. Oh, Annie Swanson will jetzt eine Gehaltserhöhung. Boah, ich entlasse euch bei den Stellen neue ein, ohne Witz. Wieder und ein Soundtrack. FIFA 99. Alter Leute! Ne 9! Simulationsspiel funktioniert gut auf der PlayStation 2. Komm, gib mir eine 10. Hurensohn mehr, bitte. 10! Kann die Fotzen und kaum erwarten. Wieder eine 9. Jetzt gib mir doch mal eine. Und eine 8. Auch fick dich, Allgames, ihr Hurensöhne. Alter. Oh, und wir müssen noch ein paar Spielberichte erstellen. Das haben wir letztes Mal immer vergessen. Können die auch Spielberichte erstellen? Können sie. Gut. Okay. Dann erforschen wir noch ein paar Sachen. Wir brauchen für unsere nächsten. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Dialogbaum. Und irgendwann eine datierte Hintergrundgeschichte. Okay, jetzt tun gerade alle schön arbeiten. Wir machen gerade das Geld unseres Lebens. Sorry, Tasche, Kunst, 1498. Ja, ich weiß, wir sind toll. Alter, 2 Millionen! In einem exklusiven Video vor einiger Zeit hat Zödo von Fairy Trash die sehr mutige Bemerkung gemacht, dass sein Spiel FIFA 99 vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklung war, extrem erfolgreich sein wird. Und jetzt, wo das Spiel auf dem Markt ist, ist es die allgemeine Meinung, dass Zödo war sofort... Was? Jetzt, wo das Spiel auf dem Markt ist, Sudo war sofort zur Stelle, da das Spiel sehr gute Kritiken erhielt. Was? Ey, könnt ihr mal bitte andere deutsche Übersetzer einstellen? Danke. So. Uns erreichte das 499 vor kurzem einen Umsatz von über 500.000 erzielt hatte, welches ein. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Haha, Klenker, ich bin besser als du. Los, ja, Fairy Trash. Gut gemacht. Okay, Leute. Na, Damen und Herren, Überraschung des Jahres ist FIFA 99. Ist okay, beruhigt euch. Ich weiß, dass es das beste Spiel der Welt ist. Gameplay scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Okay. Evelyn Maxwell ist immer noch neu im Team. Noch ein paar Spiele und das Team bekommt ein größeres Potenzial. Ja, ist mir egal, weil ich werde gleich zwei Leute entlassen. Von dem her.
Oh, Platin, verkaufe ohne Hilfe eines Publishers 1 Million Exemplare eines Spiels. Alter, wie hier abgehen? Ist halt FIFA, ne? 1 Million Meilenstein, Spielbericht, Pink Fluffy, Grafik ist für diese Art von Spielen wichtig und gut und Tool. So, Leute. Chef Fairytale hat sich unter ihrer Leitung gut entwickelt. Ich glaube, es ist Zeit, mit unserem Unternehmen den Technologiepark zu verlassen und in unserem Erfolg angemessenes Gebäude zu sehen. Perfektes Gebäude gefunden, umziehen für 8 Millionen. Ah, wir haben erst 16 Millionen. Wir machen noch ein Spiel und dann werden wir wahrscheinlich umziehen. Aber, das ist in der nächsten Folge. Diese Folge ging eh schon viel zu lange. Mach auf, dich kaputt zu machen. Und ja, da Benny die Ansage gemacht hat, kaputt machen. Moment, darf gib mir noch die Möglichkeit, ich muss mich kurz kaputt machen. Moment! Ah! Was? Ich bin wirklich von meinem Stuhl gesprungen auf meine Knie. Okay. Jetzt hat Patrick einen Folgentitel. Benny springt vom Stuhl. Und das Thumbnail mache ich. Kyren, mach mir Absprung. Nee, Spaß. Bitte? Ah, jetzt hab ich Kyren, Absage bitte, danke. Absage? Okay. Abonniert nicht diesen Kanal! Ah! Sonst noch was? Damit muss der Part enden. Nee. Tschüss! Nee, damit.